nicht weiter. Nein, komm schon, Mann. Ja. Oh. So, hallo Spinny, wie geht es dir? Geht es dir gut? Mir geht es nicht so gut, weil du mich verfolgst. Yeah. So, also wir laufen weiter. Wir müssen aber hier auf die Spinne warten, glaube ich sogar, um das zu schaffen. Weil anders schaffen wir das nicht. Und jetzt im richtigen Moment und da sind wir oben. Und hier den Baumstamm umkippen. Und da kommen wir auch so rüber, glaube ich. Ja. Loser! Ah, du bist tot! Ah, du bist so schlau! Oh mein Gott! Nein! Du bist so ein Opfer! Ah! Nein. Gut. So, also Spinne tot, hoffe ich mal. Und ihr solltet das Spiel übrigens nicht spielen, wenn ihr Angst vor Spinnen habt. Auch schon vor diesen kleinen Weberknechten, ja. Weil hier ist, habt ihr ja gesehen, eine relativ große Spinne schon. Aber naja, wir laufen wieder weiter. Und rutschen hier wieder ganz cool runter. Ja, natürlich ist da wieder die Spinne. Ist ja nicht so, als wenn wir sie gerade getötet hätten. Ach, das ist nur ein Bein. Haben wir jetzt das Bein, können wir das rausreißen? Ah, das ist eklig. Das bewegt sich immer noch. Okay, dann nehmen wir den Spinnkörper und rollen das mal da rum, damit wir da dann halt auch rüber können wieder. So. Und jetzt können wir da nämlich rüberspringen. Ganz einfach, ne? Okay, die lassen wir einfach mal hängen. Klettern hier wieder die Leiter hoch. Oder wir befreien sie. Ja, komm, wir befreien sie mal. So. Lups. Ha. Jetzt haben wir die Kiste. Und den Jungen, den lassen wir einfach hängen. Ist scheiß doch drauf. So. Gut. Es geht wieder weiter in die Tiefen von Limbo. Wow, Limbo. Ja, Limbo ist auf jeden Fall ein ganz tolles Spiel. Wer braucht schon Fabeln spielen? Ach, das braucht doch keiner. Wer braucht schon Einstellungsmöglichkeiten ins Spiel? Ha, einfach rausnehmen. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Jedenfalls sind wir schon wieder ein paar Kinder ertrunken. Und wenn wir da einfach auf die Leiche springen. Ja, das funktioniert nicht so ganz. Okay. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Was hat er da auf dem Kopf? Was hat er da bloß auf dem Kopf? Ja, hallo, danke für deine Rettung und viel Spaß noch. So, da ist wieder dieser Junge, der uns ganz versucht zu töten.
Wer hätte damit jetzt gerechnet? So, also wir müssen runter und dann gleich wieder hoch. Ja, okay. Okay. Ich habe eine Idee. Wenn wir jetzt einfach hier diese ganzen Leichen aus dem Wasser einfach mal einen mitnehmen. Ne? Und die dann da runterschmeißen, dann müssten wir eigentlich durchkommen. Machen wir das einfach mal. So, und tschüss. So, jetzt können wir hier auch wieder durch. Hallo? Und auf Wiedersehen. Da ist wieder ein Junge. Mal gucken, was. Mit dem können wir nichts machen. Der ist einfach nur da. Okay, wir laufen wieder weiter. Und hier ist wieder die nächste. Wo? Ich weiß gar nicht, warum ich immer so zurückzucke mit der Hand, aber. Egal. So. Oh, da hat es unseren Fuß erwischt. Geh ich schon runter. Nein! Okay. Was, wenn wir einfach den Jungen da benutzen? Den wir auch gar nicht benutzen können. Oder können wir was mit dem machen? Nein. Gut. Mies. Was soll man da machen? Ja, natürlich. Okay. Ja, bums. Sind wir wieder weg. Olle Bruno. Ja, also nochmal. So und so. Ich weiß gar nicht, ob das dann runtergeht, wenn wir da auf dem Ding stehen. Hallo? Also nochmal. Also hier müssen wir in die Mitte. Und ich denke mal, hier müssen wir rüberspringen. Ja, okay. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Hier springen wir einfach lässig rüber und... Warum? Warum? Warum schießt du mich ab? Wieso? Wieso tut ihr das? Ja, natürlich. Okay. Und auf jeden Fall muss man für das Spiel echt frustresistent sein. Also, wir springen wieder rüber. Jetzt laufen die uns hinterher, aber ich hoffe mal, dass sie sterben. Nein! Ah, okay, ich check's. Ich denke mal, wir werden dann durch diese Pressen da sterben. Und wir können ganz gut... Ach ja, ich hab's vergessen. So. Also. Hier rauf. Und hier rüber. Und hier rüber. Hallo, Freunde. Und viel Spaß noch, Freunde. Der wird jetzt sterben. Und jetzt können wir hier rauf und zack. Gut. Das hat er sich geklärt. Wir können weiter. Und springen hier wieder rüber. Und gucken.
Was? Ach, hier ist eine Leiter wieder da. Da gehen wir gleich wieder runter. Sieht aus wie so ein alter Minenschacht. Da ist ein Minenkarren, aber ob wir den unbedingt brauchen, weiß ich gar nicht. Ich werde einfach... Okay, dann nehmen wir mal den Minenkarren hier raus. Ich denke mal, nämlich damit müssen wir was machen. Ja, runter da.